Dann spielen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Warum geht jetzt das nicht? Drei Teile. Ich hab doch das verbunden. Ich verstehe es nicht. Angeschlossen. Du hast doch hier drin. Mei, oh mei. Account linked. Das ist das Link, was bringt der? Das geht. So, jetzt okay. Spielen. Jawohl. Dann spielen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Beim Hammerlock und Grimmswright Hochzeit. Wainwright, so heißt er. Der Wainwright. Da hat er den Ring gerückt. Das war nicht so gut. Lass uns jagen. Ja. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kauspielzeug kaufen. Weil das ist Posten so lange dauert, das ist ja easy. Ja, easy. Öffne das Tor. Genau, die Waffe haben wir gestern noch gekriegt. Da haben wir halt aber nice Kills mal. Nur mal unter uns, Kammerjäger. Ich hatte erst schon befürchtet, das Wochenende würde etwas langweilig. Aber jetzt haben wir es mit okkulten Geheimnissen, diabolischen Flüchen und riesigen Monstern zu tun. Die Hochzeit meiner Träume. Stockton. Ich habe immer noch schwer an dieser Frage zu knapsen.
Ich weiß echt nicht, ob ich mich Bird oder Burton nenne. Das ist echt ein Dilemma. Lass sie deine Wut hören. Spüre meine Macht! Erbebe und mich! Lauft, ihr Schwächlinge! Entscheide dich, einem verrückten Kult anzuschließen! Du bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Oh. Der Backe Mai. Stapfinger Archiv, das Band Archivs. Oh. Schauen wir mal, was da so geht. Das Archiv hat Öffnungszeiten, die sich keiner merken kann. Hauptsächlich, weil sie auch nirgendwo stehen. Man kommt eigentlich nur über die alte Bibliothekarin Harriet rein. Diese. Sei gegrüßt. Ich benötige Zutritt zum Archiv. Es ist von höchster Dringlichkeit. Willst du wohl leise sein? Das hier ist ein Ort des Studiums und der stillen Besinnlichkeit. Hey, Harriet. Mach doch die Tür auf. Ich hab dir doch geholfen, dein verschwundenes Medaillon zu finden, oder? Oh, na schön. Aber wehe, ihr macht da Unordnung. Habt ihr mich gehört? Damit sind wir dann quitt, Bird. Das ist Unordnung, weil die Bier überall. Gut, dass das geklappt hat. Ich war mir mit dem Medaillon nicht mehr so sicher. Geh jetzt in den Holographieraum, um zu finden, was du suchst. Der Holoprojektor hat Informationen über die Geschichte der Stadt. Oh, Bird. Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Oh, und du hast mein Medaillon zurückgeholt? Wie tapfer von dir. Hilfst du mir, es anzulegen? Ja, schon besser. Jetzt? Also, löse ich mein Haar, nehme diese Brille ab. Oh, was ist das? Harriet. Dir gefällt, was du siehst? Dann sind wir schon zu zweit. Also, Bird, wieso kommst du nicht ein wenig näher? Ich sehe, wie du in meiner Vergangenheit wühlst, Wurm. Oh, du bist hartnäckig, was? Ich hatte schon sehr lange kein Spielzeug mehr. Jetzt stirbt schon ein kleiner Ross, das Viel Spaß beim Verfaulen. Das aufregende Gefühl der Jagd. Sterben ist die einzige Schwäche. Ja, genau. Du hast recht. Jetzt wird seine Wandstufe. Nein, Stufen. Ohne Blut kannst du nicht leben. Du bist ein gewaltiger Trottel. Irgendjemand muss das machen. Ist das das Ende? Lenkt sie ab. Wenn du mich niederschreckst, werde ich toter sein, als du es dir vorstellen kannst. Töter als tot. Also schön. Schätze, du bist dazu. Wie es mir vorhergesagt war! Forschungsprototyp 1. Mein Name ist Eleanor Olmsted. Mein Liebster und ich sind auf der Randwelt Xylorgos angekommen. Endlich haben wir die legendäre Bestie gefunden, nachdem wir seinem Namen jahrelang durch die Sterne folgten. Gütia. Das bedeutet wohl Herzverzehrer. Aber diese Sprache wird schon lange nicht mehr gesprochen.
Eine charmante Einleitung, wie immer, Vincent, mein Schatz. Lydians Physiologie kann man nur als außerweltlich beschreiben. Sein Körper ist zwar tot, aber sein Herz schlägt noch. Das muss untersucht werden. Wer weiß, welche xenobiologischen Offenbarungen es birgt. Das wird der Beginn eines ganz neuen Lebens, mein Liebling. Genau, genau. Die Gründer. Vincent und Eleanor Olmsted. Du findest im Archiv noch mehr Holotapes. Glaube ich. Den Teil überlasse ich dir. Entschuldige mich kurz. Ich muss meinen Gedanken nachhängen. Die Gedanken sind frei. Mein Gott, erwartet. Wenn ich ein Olmsted wäre, würde ich meine Vergangenheit so verbuddeln, dass neugierige Leute nicht einfach drüber stolpern könnten. Moment mal, bin ich ein Olmsted? Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin Burton. Burton Briggs. Oder Bird. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Alle guten Dinge! Wer hat mich gewonnen? Keinen Kampf vor dem Tod! Unbesiegbar! Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Immer ein paar Rex im Ärmel! Sieht jetzt den Spaß, ey. Ich brauche Munition! Während wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, werde ich dich heimsuchen! Du sterben und alle werden dich vergessen! Das war Jarek, Herr des Papierschnitts und Zitronensafts. Mögen seine üblen stechenden Werke. Hmm.
unsere Küste nie wieder heimsuchen. Hinfort mit ihm. Wie sieht es jetzt das ein? Nahkampf Overdrive. Hast du ein Holotape? Gut. Steck es in den Projektor. Also, nur wenn du willst. Ich will dir schließlich keine Vorschriften machen. Ich will nur helfen. Foi soltar. Weiß das schon, aber dann schauen wir gleich mal hier. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. Osten, das habe ich noch nie gehört. Er ist immer auf. Immer gerne. Außerweltlichen Vorfahrenzivilisation stammen. Es sind technologische Wunder darin, von der die Menschheit nur träumen kann. Das könnte alles ändern. Noch faszinierender ist, meine Studien weisen auf eine Verbindung von Gütjans Unsterblichkeit und der Technologie hin.
Dies muss ausführlicher erforscht werden. Sei vorsichtig, Liebster. Manche Grenzen sollte man nicht überschreiten. Immerhin heißt er Herzverzehrer. Liebling, bitte. Du sorgst dich zu viel. Interessant. Aber da müssen noch mehr sein. Finde noch ein Tape. Wie gesagt, ich will dich nicht rumkommandieren. Ich versuche nur zu helfen. Nur Hilfe. Ich habe das Gefühl, es gibt noch einen anderen Weg hinein. Es doch immer, wenn du clever bist. Ja, wir vorher schon gesehen. Schau mal, ob es einen Luftschacht oder sowas gibt, durch den du reinkommst. Folge immer deinem Bauchgefühl. So mache ich das auch, glaube ich. Dann ist die Kacke des Verderbens drin. Die Gebundenen sind monströs, umhüllt von der Macht Gütians. So perniziös. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Nur noch eine Wolke aus dunklem Nebel. Stopp! Diesen Teil deiner Geschichte hast du mir bereits enthüllt. Hab ich? Verfluchter Fluch. Hab ich vergessen. Ich habe nämlich mein Gedächtnis verloren. Nur noch eine Wolke aus... Ja, aus dunklem Nebel habe ich gehört. Okkultisten, keine Kultisten. Mir ist schon klar, dass ich mich jederzeit nennen kann. Ich muss die Beine umbringen.
fühlt sich dein letzter Atemzug an? Schon wegen der Mutti an eine Bibliothek, muss ich sagen. Sehen, was sich darin befindet. Genießen. Ah, noch ein Tape. Wenn du neugierig bist, dann geh zurück zum Projektor. Ich wurde dafür geboren. Wortwörtlich. Du hast mir wohl etwas Beute besorgt? Starte Feuersequenz. Peng. 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 Ja, der Franz Zabuk-Kürz. Psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Forschungsbuch Tag 162. Ich mache mir Sorgen um Vincent. Er ist besessen von Hütians Herz. Ich verstehe kaum noch, was er in letzter Zeit sagt. Ich wurde dafür geboren. Das Herz ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit, aber wir verstehen noch immer kaum die mutagenen und metaphysischen Eigenschaften von Hütians Macht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, finde dich so viel du willst, du Wurm. Es wird nichts bringen. Empfinden und Schmerzen? Gleich werden wir diesen Kampf eigentlich hätte man ohne und ohne. Jetzt erledigen. Noch ist nicht alles vergeben. Du bringst sie in Wallung, also musst du an etwas dran sein. Die Gründer hatten ein Büro gleich hinter dem Archiv. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas von Interesse sein könnte. Ich folge immer meinem Bauchgefühl. Wahrscheinlich. Und frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es nicht. Der dunkle Nebel ist unergründlich. Na. Teilen und herrschen! Ich mache euch alle mit Tod bekannt! Mhm. Oh, was haben wir da gefunden? Privatdetektiv. Privatdetektiv Flank und Skate. Hier muss irgendwas sein. Irgendwas Reales.
Digistructing, Implosionsantriebe, New U-Station, halbe Sachen auf Wissenschaft gestützt. Die Gesetze dieser Welt sind ein Gefängnis und irgendwo in dieser Bibliothek muss... Oh, Entschuldigung, was liest du da? Zwelkers gläserne Ketzereien. Was? Ich dachte, alle Ausgaben von Zwelkers Ketzereien wurden bei einem tragischen Hotdog-Wettessen-Unfall vernichtet. Stimmt es, dass man erfährt, wie man stirbt, wenn man es liest? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht durch. Aber du kannst es dir ausleihen, wenn ich fertig bin. Du musst neu hier sein. Ich bin Celeste. Ich bin Markov, Hexereianwärter des Güldenen Chors, siebter Spross der... Ach, weißt du was? Nenn mich einfach Mark. Und, ja, ich bin neu hier. Schön, dich kennenzulernen, Mark. Was führt dich in die Stadt? Ich suche nach Magie. Dann haben wir etwas gemeinsam. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner. Kannst du mich sehen, Tod? Du Monsterkerl. Einige holen mich nicht zurück. Die Jagd hört nie auf. Grüß Tod von mir. Unvergessliches Gemetzel! Nicht zurückhalten! Die Witze. Schauen wir mal. Tidio. Hören wir mal. Jetzt haben wir das Zivilisiert. Das schaut mal besser aus wie die anderen. Die Hose. Ja. Erbebe und verzage! Du Ordnung! Ich sehe alle! Lenkt sie ab! Das gefällt mir. Das ganze Stock. Du bist es nicht wert, den Segen
zu empfangen. Schieß mich nicht voll! Ich nicht alleine! Ich lass dir auf dich sterben! Nieder wie verdürrende Flammen! Es regnet Vernichtung! Taschenrex! Wahrlich, wahrlich, ich sage euch! Scheiße, ich hab den Lenkt sie ab! Ich das noch dem DLC noch mal was kommt. Lass sie deine dass, Wut hören. Dass man jetzt nicht wieder so lange warten muss, bis ein neues Borderlands kommt. Aber gut, jetzt habe ich noch eine ganze Zeit mit den DLCs zu werken, dass ich alle Missionen mache. Und überhaupt eine Metapp-Mission durchspiele. Ah, du hast eine Kiste gefunden. Einmal Markus, immer Markus. Mehr schießen! Willst du wahre Macht sehen, Wurm? Gebundener Streiter! So wie Gütians Kraft mich durchströmt, wird sie jetzt dich durchströmen! Zermalme sie! Ich tue, was du befehlst. Und zwar mit Vergnügen. Ja, ab in den Kampf! Keine Gnade! Der Zorn von Gütian greift mich an! Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Ich gebe alles zurück! Sag Gregory! Die Jagd geht weiter, nur nicht für dich. Ich hab mich schon gefragt, wo ich die Hen habe. Sonst ist es echt schwer, dich zu erschießen. Ich lasse dir auch immer keine... Mach sie fertig! ...sich einem verrückten Kult sagt doch alle kaputt. Verstehe ich nicht. Bleib von meiner Mama weg. Wo kommt das her?
Jetzt müssen wir uns schnell umändern. Schau den Tod vor! Es regnet Vernichtung! Dein Verrat wird nicht unter Strafe bleiben! Wir werden meine Hand rausfahren! Da haben wir doch jetzt sicher nur was Stärkeres, oder? Du. Das war ein Staatsheer! Angriff! Skin. Sehen. Ich werde schießen und wenn du im Weg stehst, ist das nicht meine Schuld. Okay, schaffen wir den Sprung. Psychologisches Bombardement ein. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Oh, das ist ein Delta 3. Super alte Dahl-Technologie. Mein Opa hatte ein Abspielgerät dafür. Die sind heute fast nicht mehr aufzutreiben. Ah, aber im Jagdhaus bleiben keine Wünsche offen. Ich habe noch ein altes Delta 3 Abspielgerät. Komm her und wir enthüllen seine düsteren Geheimnisse. Weiter kann ich dich leider nicht führen, aber ich habe Arbeit für dich, wenn du mal wieder Zeit hast, vorbeizuschauen. Und außerdem bin ich echt einsam. Ich werde schießen und wenn du im Weg stehst... Das haben wir die Story nur mehr eingedruckt, okay. Sie juckt das. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kauspielzeug kaufen. Willkommen zurück in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin hier drüben am Tresen. Am Tresen? Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach
Mach das Klick. Gefahrenanalyse. Keine Gefahr erkennbar. Setze psychologisches Bombardement ein. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Ich werde schießen, und wenn du im Weg stehst, ist das nicht meine Schuld. Jeder weiß, dass du keine Ahnung hast, was du tust. Du bist voll die Null. Starte Feuersequenz. Pew, 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 pew. Deine Familie. Hallo. Ich grüße dich erneut, schlankes Wesen. Ich bin mit dem Gerät zurück. Aber ja, bitte platziere das Relikt, das du gefunden hast, im Abspielgerät, damit wir die Geheimnisse des Fluchs des jungen Bräutigams ergründen können. Pierre Charit. Setze psychologisches Bombardement ein. Werde persönliches Log, Tag 175. Vincent ist allein zu Gütjans Herzkammer aufgebrochen. Ich bin ihm gefolgt, aber ich kam zu spät. Das Herz hat ihn verzehrt. Aber er lebt noch, darin eingeschlossen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, ihn daraus zu befreien. Vincents Forschungen haben ergeben, dass es eine Art Verbindung zwischen der Vorfahrentechnologie und Gütjans Herz gibt. Ich brauche etwas, um diese Bindung zu fokussieren. Einen Ring. Ja! Ich werde eine Probe von Gütjans Herz für weitere Forschungen in unser Schiff bringen. Ah, natürlich. Die Kraft des Rings kommt aus dem Herzen des Monsters selbst. Nun denn, unsere Absicht ist klar. Wir müssen das Herz zerstören. Ein schauerliches Abenteuer. Ho! Das Herz des Monsters liegt tief unter der Stadt. Genauer gesagt, direkt unter dem Ort der Trauung. Die gleiche Macht, die den jungen Bräutigam durchströmt, blockt alle Zugänge ab. Was, wenn wir die Kraft des Herzens nutzen, um durch das Kraftfeld zu gelangen? Eleanor meinte, es gebe ein Stück des Herzens in ihrem Forschungsschiff. Ah. Es gibt ein altes Dahl-Forschungsschiff hoch oben auf einem verfluchten Berg namens Negul Neshain. Du hast die gruselige Bohnenstange gehört. Auf zu diesem Berg! Ich bleibe hier und passe auf die Bräutigame auf. Habt ihr mich verstanden? Haltet euch vom Ärger fern, ihr verrückten Kids. Besonders du, Wainwright. Setze psychologisches... Ich benötige ein Buch. Einen Wälzer. Was könnte harmloser sein? Irgendwo. Wainwright, was habe ich gerade gesagt? Kochbuch, der Winnie, nein! Gib nicht auf! Das schmeckt. Tut mir leid, Alistair. Ich kämpfe dagegen mit an. Der Bibliothekar. So ist es besser. Jetzt Harry. Viel Glück, Kammerjäger. Sie weiß vielleicht, wo es versteckt ist. Als die Schatten noch jung waren, verwahrte ich es im Buchsafe. Jetzt ist der Text für jeden Idioten zugänglich, der einen Büchereiausweis besitzt.
ziemlich hilflos. Oh, was würde ich nicht geben, um mit dir auf ein Abenteuer zu gehen? Wenn wir nicht bald das Herz dieses Monsters zerstören, fürchte ich, dass mein eigenes dieser schändlichen Situation erliegen könnte. Bleib von meiner Mama weg. Das hätte nie gehalten zwischen den beiden. Das sagt mir Wainwrights Herz. Er wusste, dass er seinen Angetrauten nicht glücklich machen konnte. Wenigstens wird er nun Teil von etwas Größerem werden als er selbst. Eine Liebe jenseits von allem, was er je gekannt hat. Wenn du das nur erkennen könntest. Ich wurde dafür geboren. Wortwörtlich. Sie braucht meine Hilfe! Sie ist in Gefahr! Die Fischkönigin! Im See! Mein Volk! Ich bin ein Fisch! Du musst mir helfen! Du dienst einer hoheitlichen Herrin namens Fischkönigin. Ich verstehe. Was benötigst du? Ich muss in den Untersee hinabsteigen. Dazu muss mein Kran aber wieder funktionsfähig sein. Such mir eine neue Energiespule! Wir brauchen etwas, was wir bei der alten Ausgrabungsstätte nutzen können. Los, für die Königin! Sie braucht mich. Starte Feuersequenz. Peng, peng, peng. Ich habe dich vermisst, Mädchen. Wie genau sieht deine Knechtschaft aus? Ist das ein Fischkult? Was? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Der Orden. Des mesopelagischen Euryhalin-Organismus ist kein Kult, sondern eine gesunde konstitutionelle Monarchie. Wir verehren sie nicht, aber ich bin ein königstreuer Fisch und muss meine patriotische Pflicht erfüllen. Leb wohl! Setze psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Oh oh. Mit dem Wind! Starte Feuersequenz. Kill, 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 kill. Ich werde schießen, und wenn du im Weg stehst, ist das nicht meine Schuld. Bereit für einen Kampf? Immer. Taschenrex! Starte Feuersequenz. Peng, peng, peng. Nicht zurückhalten! Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Das war lustig. Suchen wir uns noch einen. Jetzt, wo sie weg sind, wirst du nicht nachladen. Bleib von meiner Mama weg. Falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Die Jagd ist mein Lied. Setze psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Ich wurde dafür geboren. Wortwörtlich.
ein unvergessliches Gemetzel! Zuerst um, und schauen wir mal, was da noch ist. Anscheinend sind Gideon durch den Wein, den er gestohlen hat, alle Sicherungen durchgebrannt. Wenn der Wein zu ersetzen wäre, würde ich die Sache als erledigt betrachten. Zurückbleiben! Diese Flaschen sind das Einzige, was die Form von meinem Haus fernhält. Ein Abwehrbann. Sehr erfindungsreich. Sogar leer sind diese Flaschen noch machtvoll. Du wirst sie zerstören müssen, um den Bann um das Haus herum aufzulösen. Nein, die Formen! Ich sehe sie wieder! Zu viele Ecken, nicht genug Seiten. Schneide die Ecken raus, schneide die Ecken raus. Es scheint, als habe er ohne die Sicherheit der Flaschen den letzten Rest Menschlichkeit eingebüßt. Dennoch. Die Rechnung des Jagdhauses muss beglichen werden. Sichtbrecher. Na. Tausend Dank. Sei unser geschätzter Gast, wann immer du es. Puh, was ist denn dies? Dies schaut gar nicht so schlecht aus. Adlertatze, Totenkopf. So, da haben wir nix. Das haben wir hier so also stapelfähiges. VIP-Mitglied, Jagdhaus. Ohne Blut kannst du nicht leben. Das aufregende Gefühl der Jagd. Zu mir, oder? Das stimmt. Geil. Bestie nicht, der geht zu mir.
war das jetzt? Also, wie läuft die Expedition? Gut. Winnie hat eine Wendung zum Schlechten genommen. Er verdreht sich und redet unverständliches Zeug. Ich kann nur hier sitzen und abwarten. Wären doch nur die Rollen vertauscht. Er ist bei sowas viel besser. So belebend. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. Hammerlock, der Weg ist blockiert und da ist ein Jagdlager. Kennst du diesen Ort? Ah, ja, ich habe von den hiesigen Jagdtraditionen gelesen. Siehst du ein Horn in der Nähe? Jäger benutzen sie gern, um ihre Ankunft zu verkünden, damit sie nicht mit einem Tier verwechselt werden. Blas mal kräftig rein! Das Fleischhorn. Du wirst wohl mit einem Kampf begrüßt. Wie aufregend! Nur zu, Kammerjäger! Ah, sie lassen dem überlegenen Kämpfer den Vortritt. Teil des Jägerkodex, weißt du? Sieh an, ein neuer Jäger. Du hast meine Krieger besiegt. Gut gemacht. Er ist das Lächeln. Genug jetzt. Schlitzen wir. Eine bewundernswerte Show. Ja, ab in den Kampf. Kommst du ins Schwitzen, wenn wir schlitzen? Gut geschlitzt, Gaido. Dieses Mal habe ich dich noch geschont. Das hast du nicht. Kannst du mir mal aufhelfen? Nimm meine Hand und lass dir helfen. Sicher. Zurück zum Geschlitze. Du bist stark, Gaido. Folge mir. Ich habe gern gegen dich gekämpft, Jägerkollege. Slitzt du mit allen deinen Gästen? Ja, woher will man sonst wissen, mit wem man sein Feuer und sein Keif teilt? Nun stimmt. Lass uns Geschichten an der Flamme austauschen. Zeit zum Schlemmen. Genau rechtzeitig. Ich hoffe, du hast Hunger, Gaido. Lang zu. Stärke dich für das nächste Geslitze. Ich bestehe darauf. Du bist mein Ehrengast. Dieses seltsame Fleisch durchdringt mich wie Maschinenöl. Nicht schlecht. Keif ist Stärke, Gaido. Es ist Macht. Also, was führt dich in mein Lager? Meine Jagd führt mich zum verfluchten Berg. Du bist unterwegs zum Negul Neshai. Dieser Berg ist ein Ort der Verderbtheit, des Wahnsinns. Aber du hast mich besiegt, Gaido. Und deshalb sind wir jetzt Freunde. Wenn der verfluchte Berg dein Ziel ist, werde ich... Dann hat es noch gar nicht weggeschaut. Oh.
besser. Der Weg nach Negul Neshai liegt hinter einem mächtigen Tor. Aber das Eis, das den Weg blockiert, ist unnatürlich. Um es zu schmelzen, brauchen wir eine ganz bestimmte Art von Kaif. Das Kaif des Wendigo. Wendigo. Durchschlagen, der finsteren und verschlungenen Heimat des Wendigo. Sie liegt tief im Geschwürwald, jenseits des gefrorenen Wassers. Dieser Planet brütet seltene und gefährliche Bestien aus. Zu Hause war ich der Fährtenleser des Herrschers, aber schon bald wurde meine Beute. Kann ja ein Jahr aus hinter derselben Beute her sein, ohne durchzudrehen. Ein Jäger muss einfach immer jagen. Okay, Hammerlock. Ich liebe dich, mein Bester, aber dein Rumgerenne macht mich wahnsinnig. Warum gehst du nicht dem Kammerjäger zur Hand? Er versucht, eine legendäre Bestie aufzuspüren. Das ist doch total dein Ding. Oh, ich weiß nicht. Ich sollte besser hier sein, um... Geh. Ich passe auf ihn auf. Ihm passiert nichts. Du hast recht. Beim Jupiter, du hast recht. Kammerjäger, ich werde dich im Wald treffen. Wenn meine Hilfe deine Reise zum verfluchten Berg voranbringt, muss ich meinen Teil erfüllen. Eistar, der Name kommt mir bekannt vor. Bist du nicht der königliche Fährtenleser, der die Antihydra-Subnat erlegt hat? Das war ein Geslitze. Ein monströser Kopf, drei klauenbewehrte Körper. Das ganze Königreich hat in diesem Winter Kaif geschlemmt. Ich habe darüber im Quartalsheft gelesen. Eistar, ich bin beeindruckt. Du bist ein furchteinflößender Jäger. Wenn du derselbe Hammerlock bist, der Hemovorus die Vakit-Königin erlegt hat, ist es mir eine Ehre, deinen Weg zu kreuzen. Wir sollten mal jagen gehen. Zusammen! Oh ja, das wäre ganz entzückend. Grüß Tod von mir! Psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Mama, wieso schlafen die? Mama, ist... Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Starte Feuersequenz. Bam, bam. Zeit, dich zu knacken.
Shadow. Viel Glück beim Geslitze. Und wenn du scheiterst, wird der Wendigo den Schnee mit deinem Blut rot färben. Dann werde ich ihn häuten und aus seinem Pelz einen Mantel machen, den ich bei deiner Beerdigung trage. Da wir Freunde sind. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kauspielzeug kaufen. Macht mich los, ihr dornigen Teufelsbüsche! Ich hoffe, dass ich deine Jagdgesellschaft nicht störe, aber ich habe einen schrecklichen Fall von Hüttenkoller entwickelt. Nun, wollen wir diese zweifellos majestätische Kreatur gemeinsam aufspüren und erledigen? Gefahrenanalyse. Keine Gefahr erkennbar. Der Wendigo ist unsere Beute. Auf zur Jagd. So ist es recht. Gehen wir auf die Jagd! Starte Feuersequenz. Piu. Hammerlock. Sieh mal einer an. Taschenrex. Nicht bewegen, ich will ein sauberes Fell. Starte Feuersequenz. Hang. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Nein, nicht das, nicht so. Alles. Das war eine gute Jagd. Wir müssen die Fährte des Wendigos aufnehmen. Such die Gegend nach Spuren ab. Die Fährte des Wendigos. Gut gemacht. Sieh nur, wie groß die Spuren sind. Dieser Wendigo muss wirklich schrecklich sein. Bleib von meiner Mama weg. Ich werde schießen. Und wenn du im Weg stehst, ist das nicht meine. Hier lang! Ich hätte nicht damit gerechnet, dieses Wochenende so viel Zeit damit zu verbringen, meinen baldigen, von Dämonen besessenen Gatten zu hüten, aber so ist das Leben. Trotzdem schön, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich hoffe, Winnie geht es gut. Ehrlich gesagt habe ich ein schlechtes Gewissen, ihn im Jagdhaus zurückgelassen zu haben, aber er ist kein großer Jäger. Jedenfalls nicht wie Eistar. Die Jagd will alles. Ich wurde dafür geboren. Wortwörtlich. Perfektion durch Dominanz. Die Fährte ist frisch. Wir kommen ihm näher. Setze psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Kammerjäger,
Ach, schon gut. Wir sollten uns darauf konzentrieren, diesen schrecklichen Wendigo zu jagen. Du bist beunruhigt. Das kann ich spüren, Herr Malak. Ich liebe Wainwright. Ich war mir noch nie in meinem Leben so sicher. Ich zweifle eher an mir selbst. Winnie braucht jemanden an seiner Seite, aber jeder Nerv in meinem Körper hat mich aus diesem Jagdhaus hinausgezogen. Das ist ziemlich verwirrend. Ja, konzentrieren wir uns auf die Jagd. Jetzt siehst du es, nicht wahr? Seine Zweifel spiegeln die Ängste wider, die ich in Wainwrights Herz lese. Ihre Liebe ist zerbrechlich, eine labile Angelegenheit, die bei der kleinsten Erschütterung zerbricht. Tod ist wunderschön. Meistens. Kannst du mich sehen, Tod? Ah, eine Schießerei. Das erinnert mich an mein erstes Date mit Winnie. Ihr kriegt mich nicht. Gut gemacht. Du hast die Augen eines Rex, aber zum Glück riechst du anders. Dieser Außenposten ist ziemlich stark befestigt und sie haben wohl die Zugbrücke hochgezogen. Versuch es außenrum, vielleicht kannst du sie von der anderen Seite aus runterlassen, Kammerjäger. Ich bleibe hier und halte Ausschau nach Raubtieren an deiner Flanke. Lenkt sie ab! Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend.